Hallo und herzlich willkommen zum vierten Videotutorial zum USM RC2 von Beyer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die verschiedenen Funktionen des Soundmoduls ansteuern kann. Der Aufbau entspricht noch dem Aufbau aus dem dritten Videotutorial, mit der Ausnahme, dass eben noch ein kleines LKW-Modell mit Lichtern hinzugefügt wurde, damit ich euch die Lichtfunktionen besser zeigen kann. Zum Steuern der Funktion habe ich fürs Erste nur den Proportionalkanal 4 des Soundmoduls angeschlossen. Hier seht ihr das LKW-Modell. Das ist über das Flachbandkabel hier am Soundmodul angeschlossen. Und die Spannungsversorgung geht ebenfalls zum LKW. Jetzt zeige ich euch noch den Schaltplan von dem Modell, damit ihr sehen könnt, wie die ganzen Lichter angeschlossen sind. Hinten verwende ich das kombinierte Rücklicht, bestehend aus zwei roten LEDs, und die sind gleichzeitig für das Standlicht und für das Bremslicht zuständig. Das spart etwas Verdrahtungsaufwand. Dann das Rückfahrlicht, auch hinten zwei weiße LEDs links und rechts. Dann vorne habe ich das kombinierte Frontlicht, in dem Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht integriert sind. Dann noch natürlich die Blinker links, zwei gelbe Leuchtdioden, und Blinker rechts ebenfalls zwei gelbe Leuchtdioden. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, das Soundmodul ist minusschaltend, das bedeutet, ihr verbindet eure Leuchtdioden über Vorwiderstände mit eurer Akkuspannung. Also zum Beispiel könnt ihr dafür die Klemme X18 nehmen, die ist direkt mit der Versorgungsspannung vom Soundmodul verbunden, sind bei mir jetzt 7,2 Volt. Und dann verbindet ihr die Kathode von den Leuchtdioden direkt mit dem Flachbandkabel, was dann auf die Ausgänge vom Soundmodul geht. Da ihr die Ausgänge im Soundteacher frei belegen könnt, braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, wo ihr was anschließt. Das könnt ihr alles nachher im Soundteacher einstellen. Ich starte dann wieder unser Projekt aus dem dritten Videotutorial, was ich hier in dem Testprojektordner abgespeichert habe. So, zuerst konfiguriere ich dann die Ausgänge. Gehe ich hier auf Konfiguration, dann auf Ausgänge. Und jetzt muss ich die Ausgänge hier zum Teil umkonfigurieren. Das ist unsere Standardeinstellung. So liefern wir das Soundmodul aus. Und ich habe jetzt ja ein paar Sachen geändert und die muss ich da jetzt anpassen. Dazu schaue ich noch mal kurz in den Schaltplan. Den schiebe ich mir mal hier rüber, damit ich mir das angucken kann. Also Ausgang 1 ist hier als Standlicht konfiguriert und da will ich jetzt das kombinierte Rücklicht. Muss man das nur finden. Kombiniertes Rücklicht. Und schauen wir mal weiter. Ausgang 7 Rückfahrlicht, das stimmt. Ausgang 8 kombiniertes Frontlicht, stimmt auch. Ausgang 9 Blinker links und Ausgang 10 Blinker rechts. Also sonst müssen wir da nichts einstellen. Kann ich das wieder schließen? Jetzt können wir hier noch die Helligkeiten einstellen. Wenn wir da mit der Maus über diese Optionsboxen gehen, kommt dafür auch eine Beschreibung. Das wäre die Helligkeit vom Bremslicht. Und das wäre die Helligkeit von Nebelschlusslicht. Ja, und die Werte muss ich jetzt natürlich auch anpassen. Der erste Wert hier wäre das normale Licht, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, oder das Standlicht. Das mache ich mal, ja, relativ dunkel. Sagen wir mal so, ja, 10%.
Und das Bremslicht mache ich mal auf 90, weil das Nebelschlusslicht will ich eh nicht verwenden. Da mache ich dann 0 rein. Was jetzt hierbei natürlich zu beachten ist, dass sich die Helligkeiten immer addieren. Das bedeutet, mein Standlicht hier hat jetzt 10%, dann hat jetzt hier mein Bremslicht 10% plus 90%, also wären dann schon 100%, also volle Helligkeit. Jetzt ändere ich noch die Einstellung vom kombinierten Frontlicht. Der erste Punkt wäre das Standlicht, der zweite Punkt ist das Abblendlicht und der dritte Punkt ist das Fernlicht. Das Standlicht lasse ich mal gleich. Ich ändere mal das Abblendlicht auf 30 ab und das Fernlicht auf 60. Dann sind wir wieder in der Summe auf 100. Die Blinker mache ich dann auch noch ein bisschen dunkler, die mache ich auf 50%. So, dann sind wir eigentlich fertig. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir jetzt die Ausgänge ansteuern. Dazu wollen wir die Proportionalkanäle verwenden. Der Proportionalkanal 4 ist am Soundmodul angeschlossen. Ja, dazu möchte ich euch zunächst mal dieses Diagramm hier erklären. Im Grunde genommen kann man sich das vorstellen wie ein Steuerknüppel, den man senkrecht nach oben und nach unten bewegen kann. Das hier ist die Neutralstellung, dann gibt es die Positionen B und A und C und D. Das hier sind jeweils die Funktionen, die in der Position A ausgelöst werden, das in der Position B und so weiter. Diese Bereiche kann man auch hier mit diesem blauen Haken noch verstellen. Aber ich lasse das mal so, wie es eingestellt war. So, dann kann man einmal jetzt eine Funktion auslösen, solange sich der Steuerknüppel in der Position A befindet. Das wäre dieses statisch. Das bedeutet, solange wie der Steuerknüppel in dieser Position ist, wird die Aktion ausgeführt. Zum Beispiel blinken oder was auch immer. Das gibt es dann natürlich jeweils für jede Stellung. Also A, B, C und D gibt es diese statische Funktion. Die verwenden wir nicht, deshalb ist da auch ein Strich drin. Wir wollen diese Memory-Funktion verwenden. Das bedeutet jetzt in unserem Fall, wenn wir kurz in die Position A den Steuerknüppel bewegen, dann geht unser Blinker links an. Gehen wir dann wieder in die Position A, geht der Blinker links wieder aus. Bei lange in Position bringen wir den Steuerknüppel lange in die Position A, bis das Standlicht angeht. Dann gehen wir wieder zurück. Und wenn wir dann wieder lange in die Position A gehen, geht das Standlicht wieder aus. Und das gibt es dann eben für alle vier Bereiche. Und die kann man jetzt so konfigurieren, wie man will. Also ich kann hier zum Beispiel Nebelscheinwerfer habe ich nicht. Deswegen schmeiße ich den raus und mache irgendwas anderes rein. Zum Beispiel irgendeinen Zusatzsound. Sollte man natürlich mal schauen, was da so drin ist. Zum Beispiel Zusatzsound 3. Mache ich jetzt einfach mal hier für den Nebelscheinwerfer Zusatzsound 3 rein. Der ist jetzt schon belegt, also der Zusatzsound 3 ist im Proportionalkanal 3 irgendwo schon verwendet, aber das ist mir egal, der fliegt dann halt dort drüben raus. So, jetzt habe ich da den Zusatzsound 3 drin. Das bedeutet dann jetzt, ich kann über diesen einen Proportionalkanal, auf dem ja der Steuerknüppel liegt, der linke, Bewegung hoch runter, kann ich jetzt diese 8
Funktionen ansteuern. Was jetzt bei meinem Robbe-Sender noch wichtig ist, da ist dieser proportional Kanal 4 invertiert. Und damit sich das dann quasi aufhebt, muss ich den hier auch nochmal invertieren. So, dann wären wir fürs erste Mal fertig und können jetzt das Projekt abspeichern und auf die SD-Karte übertragen. So, das ist jetzt fertig. Jetzt gehen wir wieder an unser Brett. Also die SD-Karte habe ich schon eingesteckt. Ich schalte jetzt die Spannungsversorgung ein. Das Soundmodul startet und man sieht gleich, dass die Bremslichter leuchten. Dann starte ich das Fahrgeräusch, indem ich den Knüppel lange in die Position D bringe. Wenn ich Gas gebe, gehen die Bremslichter aus. Wenn ich zurückfahre, geht der Rückfahrscheinwerfer und das Warnblinklicht an. Kurz in Position D ist der Blinker rechts. Und kurz in Position A ist der Blinker links. Die Blinker gehen automatisch nach 5-mal Blinken aus. Bringe ich den Steuerknüppel kurz in die Position B, geht der Warnblinker an und bleibt an. Bringe ich den Steuerknüppel dann anschließend wieder in die Position B, geht das Warnblinklicht wieder aus. Bringe ich den Steuerknüppel lange in die Position B, geht das Abblendlicht an. Gehe ich dann anschließend wieder lange in die Position B, geht das Abblendlicht wieder aus. Gehe ich kurz in die Position C, wird unser Zusatzsound 3 abgespielt. Hier nochmal der Blinker. Und dann nochmal Motoren aus. Jetzt kann man auch schön sehen, beim Starten der Motoren flackert hinten das Bremslicht. Dann machen wir mal das Standlicht an mit lange in Position A. Können auch mit Standlicht fahren. Dann sieht man auch schön, wenn hinten das Bremslicht ausgeht, dass eben noch das Standlicht an ist. Weil ja das Rücklicht kombiniert ist. Kann dann direkt auf das Fernlicht umschalten. Fernlicht wieder ausmachen und auch das Standlicht wieder ausschalten. Die Blinker kann man auch abbrechen, den Blinkvorgang, indem man nochmal den Knüppel in die Position bewegt. Und dann schalte ich den Motor wieder aus. Damit bin ich jetzt am Ende vom vierten Video-Tutorial. Ich denke, jetzt weiß jeder, wie er Zusatzfunktionen schalten kann mit dem Soundmodul. Aber natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, außer den Proportionalkanälen Zusatzfunktionen zu schalten, zum Beispiel über Nautic oder über den EKMFA-Modus. Auch hier könnt ihr wieder alle Funktionen frei zuordnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas helfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.